Möglichkeit nur auf, um zu fallen. Komm schon! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt. Das sind deine Regeln. Ändere sie doch. Ich weiß überhaupt gar nicht, achso, okay. Ich dachte, ich mache irgendwas falsch, aber okay. Ich muss einfach nur erstmal überleben. Jetzt brauche ich aber, glaube ich, Tor. So. So. Jetzt die Seite noch. Ja, glaube ich. Ah, so ist es also. Okay, wenn es jetzt beim zweiten Mal auch so viele Schadenspunkte macht, dann muss man sowas zweimal machen. Dann haben wir es auch schon. Das sind deine Regeln. Ändere sie doch. Boah, Vision, Alter, der geht richtig ab. Chance, man. Wieder links neben mir auf mich einprügelt. Es interessiert mich nicht. Verzieh dich, zack. Ändere sie doch. Ja. Okay. Komm schon! Nein! Es war so klar, dass alle guten Dinge wieder mal drei sind. War so logisch. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert, warum wir beim ersten Mal so viel Schaden gemacht haben. War ja klar wieder. Oh mein Gott. Spruch mir ein. Bist du bereit?
Rhodey, bring den Rest der Leute an Bord des Trägers. Ist okay. Avengers, macht euch an die Arbeit. Worum geht's? Um das da. Kriegt Ultron den Kern, verlieren wir. Mehr hast du nicht drauf! Das habe ich noch drauf. Schalten Sie so viele dieser Typen wie möglich aus. Es darf kein einziger entkommen. Und der Kern? Ich schütze ihn. Das ist mein Job. Okay. Genau das wollte ich. Ihr alle gegen mich. Ihr könnt ja auch nur hoffen, mich aufzuhalten. So, was haben wir denn hier hinten? Kann man noch irgendwie den Weg versperren oder sowas? Oder muss das vielleicht sogar machen? So. Was hat es genau gebracht jetzt? Gar nichts, oder? Oder hat es das aufgedeckt? Ich weiß es gar nicht. So, wahrscheinlich muss ich einfach nur die ganze Zeit kämpfen, bis da der erste Balken voll ist. Dann wechselt es auf eine andere Seite zu einem anderen Dreierteam. Und so weiter und so fort. Das ist ein Ende, Tony. Frieden für meine Zeit. Alles klar, ist tatsächlich einfach nur jetzt stumpfes draufgeschlagen. Draufschlagen. Ich bin frei. Yeah, boy. So. Yes, man. Was geht ab? So. Balken Nummer 2 ist voll. So sieht's aus. So, jetzt muss sie wahrscheinlich ihr Affengebrüll noch mal kurz machen. Zack. Jetzt werde ich auf jeden Fall mit Hulk spielen.
Ja, Mann. Geschafft. Bam, Junge. Boom. Hulk Smash. Hulk Smash. Yes. Okay, Hulk Smash, Junge, das ist geil, Mann. Zack. Interessiert mich nicht. Ich bin Hulk, Junge. Wie der Kleine da angelaufen kommt und denkt, er hätte eine Chance. Zack, kriegt direkt eine Killer Force von Hulk zu spüren. Ach ja, wie süß. Also rückblickend betrachtet. Bin frei von Feldern, das macht Spaß. Bin nicht gebunden. Das hast du nicht kommen sehen. Boss, die Energie sinkt unter das Optimum. Alles umsteuern. Wir haben nur eine Chance. Ich brauche dich in der Kirche. Wie werdet ihr? Ultrons Fall, das müsste es ja jetzt gewesen sein. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal so eine Abschlusskatze. Und dann haben wir das Spiel auch durchgezockt, oder? Müsste eigentlich. Hey, mein Großer,
geschafft. Der Job ist erledigt. Dreh den Vogel wieder um, okay? Wir können dich im Stealth-Modus nicht orten. Du bist der Letzte. Du hättest der Letzte sein sollen. Dann sind wir wohl beide Enttäuschungen. Du bist unerträglich naiv. Nun, ich wurde erst gestern geboren. Das zählt also nicht? Nein, kein Mensch hob den Hammer. Danke. Er ist des Hammers und des Gedankensteins würdig. Jemand spielt ein kompliziertes Spiel und wir sind die Figur. Glaubst du, du kannst was rausfinden? Na klar. Bis auf ihn gibt es nichts, das sich nicht erklären lässt. Er hat einfach keinen Respekt. Ich werde ihn vermissen. Und du mich auch. Männertränen werden fließen. Du wirst mir fehlen, Tony. Ja? Ich brauche eine Auszeit. Alles okay? Bin zu Hause. Wie sieht's aus? Sie sind gut, aber kein Team. Wir bringen sie in Form. Avengers? Ja, Stan Lee, der kann das natürlich. Der kann das natürlich. Gut, Leute, das war's. Oder immer noch nicht? Was ist das? Na schön, mache ich es eben selbst. Das ist auch so die typische deutsche Synchro-Stimme für die ganzen großen Leute, so, die groß, breit sind. Naja. Gut, Leute. Das war's dann aber an dieser Stelle für Lego Marvel's Avengers. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das fandet. Ich fand's eigentlich ganz gut. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das habe ich aber auch zwischendurch schon angesprochen, war so ein bisschen der Witz. Also hier und da gab es natürlich die eine oder andere Szene, die gar nicht so unlustig ist. Aber das habe ich auch schon gesagt. Der Star Wars Trailer für das Lego Star Wars Spiel, was ich auch machen werde, zum letzten Mal jetzt auch gesagt. Aber ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Alleine den fand ich schon fast lustiger, nur den Trailer, als das ganze Spiel hier. Da es gab schon mal Lego Spiele, wo mehr Jokes rausgehauen worden sind, oder? Ich meine, den Joke hier mit dem Milchshake. Lass mal einen Milchshake trinken, während die Action abgeht. Den haben sie jetzt 6, 7, 8 Mal durchgezogen oder so. Ja, interessiert mich aber trotzdem überhaupt nicht. Deswegen, also, es gab schon mal lustigere Lego-Spiele. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten war es ein gutes Spiel, fand ich. Also, mir hat es auf jeden Fall Laune gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Bleibt gerne dem Kanal erhalten, checkt gerne mal meinen Twitter ab oder Instagram oder Facebook, alle Links sind in der Beschreibung, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, denn bald geht's los mit Far Cry Primal, kurz bevor steht es jetzt, wo ich das hier aufnehme, oder auch halt, wie gesagt, denn ich glaube, das war im Juni oder Juli, Lego Star Wars 7, ja, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Bock habt, lasst auch gerne mal für das Ende nochmal ein Like da, wenn ihr möchtet und wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns. Danke fürs Zusehen, danke fürs Begleiten bei dem Projekt. Wir hören uns, wie gesagt, haut rein und tschüss.